Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Und zwar heute die Türkei gegen Wales. Ja, die Türkei, erstes Spiel verloren im Eröffnungsspiel gegen Italien. Ja, die sind gefordert jetzt. Mal gucken, wie sich Wales hier anstellt und wie sich die Türkei anstellt. So. Hier sehen wir die Türkei. So, jetzt kommt gleich Wales. Jetzt. Ah ja, wie sieht denn der aus? Ja, moin. So, wie immer könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie euer Tipp ist. Oh, hier sehen wir Gareth Bale. Die Aufstellung an. Öncü, den kennen wir ja. Çalhanoğlu kennen wir auch. Karaman kennen wir. Ja, wir kennen, bei den Türken kennen wir eigentlich ziemlich viele. Yilmaz kennt man. Ja. So, dann kommt gleich noch die Aufstellung der Waliser. So, warten wir das hier noch ab. So. Jetzt kommt die Aufstellung gleich. So, da haben wir sie. Im Tor Hennessy. Dann Williams, Davis, Rodon, Mefam und Roberts. Dann Ampadu, Ramsey. James, Moore und Bale. Und dann geht's auch schon los. Erste Halbzeit hier mit Türkei. Zweite Halbzeit spiele ich mit Wales. Also Türkei muss gewinnen, dass sie irgendwie noch eine Chance haben. Okay, als Dritter kommen sie ja auch weiter. Ey! Ey! Schiri! Das war doch 100 pro ein Foul. Oh. Alter. Türkei hier direkt mal unter Zugzwang hier. So, zack. Hey! 1:0 für die Türkei hier. Durch Burak Yilmaz. Jawohl. Wer auch nicht anders. Yilmaz macht das Tor hier. Schön gespielt hier. Wunderschönes Tor. Ja. Türkei führt hier jetzt 1:0 gegen Wales. Okay. Weiter geht's. So, Wales muss jetzt hier nachlegen. Aber vielleicht macht die Türkei noch eins. Man weiß es nicht. Hey. Oh. Verliert den Ball wieder. Typ. Nein! Ah. Hätte ich mal lieber nicht gemacht. So. Jetzt kommt Wales hier. Oh! Na! Ach, komm. Was macht denn der Torwart? Ich wollte doch zu dem anderen Spieler hier machen. Da unten den. Okay. Vergessen. Moore macht hier das Tor. 1:1.
Ach. Ah, nein. Oh, oh. Nein! Ach. Zwei zu eins für die Türkei. Jawohl. Ja, das Stadion ist voll hier. Leider dürfte es im Real Life ja noch nicht so sein. Oh, das war noch ein Eigentor oder was? Da war dann noch Waliser am Ball, oder? Jawohl. Ich doch richtig gesehen. Das ist bitter für Wales. Das ist bitter. Aber ja, passiert, ne? Passiert auch ein Profi, dass man ein Eigentor macht. Zu 1 für die Türkei. Schon wieder Burak Yılmaz. Jo, sieht doch schon ganz gut aus hier für die Türkei. Alter, wie hier Burak Yılmaz abgeht. Jawohl. Bester Spieler der Türkei hier. Ja, da kann der Torwart auch nichts mehr machen. Ein sehr schönes Tor, finde ich. Ist gleich schon Halbzeit. Ich denke mal, jetzt pfeift er gleich ab. Gibt er keinen. Dürfte eigentlich keine Zeit draufgeballert werden, normalerweise. So viel ist nicht passiert. Ja, ich wusste es. Ja, erste Halbzeit ist vorbei. Türkei führt hier 3 zu 1. Hier seht ihr es. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach der Halbzeit. So, und da sind wir auch schon wieder. Zweite Halbzeit spiele ich hier mit Wales. So, mal schauen, ob die Waliser hier noch irgendwas machen können. Oder ob das war hier. Keiner ist in der Mitte. Ganz schön. Wo? Okay. Ja, aus der Drehung dann in den Winkel, das ist ein bisschen, ja. Sowas kann nur Messi oder Ronaldo. So. Mal schauen. Erstmal irgendwie an den Ball kommen. Nein, ich wollte nach oben spielen. Alle. Ah, zu spät gedrückt wahrscheinlich. Oh. Es wechseln die ja noch aus, die Türken. So, wer ist hier raus? Jokul. Was? Jokuşlu? Eieiei. Eckball für Türkei. Oh, ah. Ah! Komm. Muss aufpassen im Strafraum.
Oh. Wieso läufst du nicht hier entlang? Genau so. In die Mitte und... Ach. Ah, jetzt wechseln die Türken nochmal. Will ich auch nochmal wechseln? Ganz schnell hier. Was haben wir denn hier noch als Stürmer? Robson Kanu. Okay. Und dann holen wir hier noch Brooks als RM. Oder nein? Nein. Wir holen hier den hier für Ampadu. Und weiter geht's. Zack. Gucken, ob die überhaupt noch wechseln können. Dafür muss ja erstmal das Spiel unterbrochen werden. Nein, ich habe doch gespielt. Bale. Schade. So, ganz schnell hier ausführen noch. Nein! Ach, wo spielst du denn hin? Ach. Um. Wales hat ja gar keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Na, komm schon ran hier. Weg hier mit dem Ball. Und das war's. Wales verliert hier 3 zu 1 gegen die Türkei. Uff, okay. Da würde ich sagen. Denkt an eure Tipps für in die Kommentare. Und dann sage ich bis heute Mittag zum nächsten Orakel und ja, auf Wiedersehen.